können wir noch mal eben an der Schifferbörse vorbeifahren um 16.30 Uhr. Und um 17.30 Uhr habe ich schon wieder in der Arena einen Termin. Meine Philosophie da erzählt von Duisburg bzw. auch des MSV und was wir mit dem MSV bewirken wollen. Grüß Sie. Alles im Griff? Ja. Wer trinkt Pilz mit der Alt? Ihr beide trinkt Alt. Ne? Ja. Dankeschön. Grüß Sie. Geht's gut? Gut. Toll, toll, toll. Alles Gute. Was ist denn mit der Reinigung der Fassade? Sind wir da jetzt nochmal zuständig? Shake hands? Ja. Irgendwie. Alle, komm her. Jetzt hier. Alle? Alle am Bau. So. Hörst du auf, du? Hörst du auf? Hörst du auf? Hörst du auf? Hörst du auf? Ah, ihr hört auf. Hier kommt Geld. Ja. 139.000 Euro. Ist die, ja, das passt was nicht. Also, was ist denn damit? Du hast eine Rechnung gestellt, ja, 1.590.000. Ja. Eine Zahlung 1.125.000. Ja. Und nicht, ja. Und zur Leistung, ist eine Leistung nur von 1.020.000. Ja, richtig. Ja, müsste eigentlich 1.060.000 sein, aber. So, 1.168.000. Ja, da haben wir also ein technisches Gespräch am 21.8. für die letzten beiden Nachträge. Zahlen die voll aus? Oder? Ja, Nachtrag haben wir besprochen. Also müssen wir eigentlich noch dran setzen. Mit Abschlagszahlung ist da nichts mehr? Nee, Abschlagszahlung können wir im Moment nichts machen, weil muss jetzt hier verhandelt werden, da geht nichts mehr. Also wenn natürlich ein Fußballspiel da ist, ist man so aufgeregt, dann kriegt man das gar nicht mehr mit, weil man sich aufs Spiel konzentrieren muss. Aber es gibt natürlich auch Momente, da bin ich ganz alleine in diesem Stadion. Das ist schon ein schönes Gefühl, wenn Sie da sehen, wie toll das ist. Und auch die Stille macht dann natürlich auch was aus. Das war das Kontrastprogramm zum Spiel. Aber da kann man schon genießen, indem man dann einfach sich mal hinsetzt, 5 Minuten, und lässt das auf sich einwirken. Und dann auch nochmal abspulen lässt, wie schwer war das überhaupt, das zu realisieren. Hör mal, wie sprichst du denn jetzt schon gut Deutsch? Ja, muss ich nicht mal. Mannequin. Ja, und schon gut? Viel besser. Ja, muss ich jetzt noch mal. Muss den anderen hier mit den anderen immer Deutsch sprechen. Nicht Portugiesisch. Ja. Ich war schon dreimal mit ihm im Trainingslager im Winter. Ein Mensch, wo man sich mit unterhalten kann. Oder was? Nicht ohne so was bist du, da ja gar nicht diese, auch diese seine Frau. Wenn Sie in Duisburg rumgehen, da steht ja überall nur Helmich, wo gebaut wird. Der hat in Ruhrort große Gebäude hochgezogen, alles prima. Und jetzt auch an der Regattabahn, da ist er dran beteiligt. Der Herr Helmich, der ist nicht nur der MSV Duisburg, der macht auch sehr viel hier für die Stadt Duisburg. Ja. Also er ist schon ein ganz wichtiger Mann und nicht nur mit dem Fußball in Verbindung zu bringen. Wenn du mich nochmal ansprichst, dann sagst du entweder Walter Helmich oder Herr Helmich, nicht Helmich. Ne? Machst du beim nächsten Mal? Sagst du Walter Helmich, wie geht es dir? Hast du was zu schreiben? Ja, ich glaube. Der Herr. Wenn ihr nicht alles habt, oder? Tolle Hefte, du. Habt ihr gelesen, was ich da geschrieben habe? Nö, noch nicht. Da musst du auch mal machen. Ich bin zu Hause. Ja. Zack. Als kleiner Junge haben wir natürlich Fußball gespielt, die Straße gegen die Straße. Und meine Eltern hatten ein relativ großes Grundstück. Und ich habe dann immer schon einen Pfennig von jedem genommen, um irgendwas Bonbons zu kaufen oder wie auch immer. Das heißt, geschäftssüchtig war ich von Anfang an. Das lag irgendwie im Blut. Ist immer Ehemann. Sind das alles nur Einzahler oder sind das auch zum Teil Mauer? Aber hier auch siehst du die. Solange wir nur direkt produzieren,
kriegen wir es ja nicht hin. Nee, auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen zuerst das mit dem Parkhaus, wie wir heute Morgen schon besprochen, angehen. Und da muss ich einfach durchdrücken. Aber höchstwahrscheinlich muss der dann den schön ausblenden. Ne? Der muss einfach sagen, das mache ich jetzt. Der schöne ist da, ich bin linke Ratte. Ja, ja. Der ist wachsweiß. Ja, der Thais, der muss, da muss ich mit der Gebak sagen, der wird da ausgeblendet. Das ist eine kaufmännische Sache, die brauchen gar nichts mehr zu prüfen. Wir wollen nur unser Geld wieder haben, weil anders wollen wir ja sowieso nicht, weil anders kriegen wir nicht hin. Ne? Toni, grüß dich. Geht's dir gut? Ja. Prima. Wo ist der Trainer? Toni. Trainer kam gleich. Trainer kam ein bisschen später. Ja, dann mache ich jetzt Theater. Das geht so nicht. 50 Euro in der Kasse. Mehr. Muss ich lohnen. Ja, 2 Minuten geht noch. Alle sagen, der Trainer kommt immer zu spät, aber stimmt nicht. Richtig. Nee, grüß dich. Hallo. So, gehen wir, machen wir unseren. Willst du nicht mal eine Leiter nehmen, damit wir nach oben gucken können? Nee, nicht so, der ist viel zu schade. Wenn Sie Unternehmer sind oder Mensch sind, der sich in die Gesellschaft einbringen will, dann gibt es da keine Grenzen. Ne? Dann wollen Sie irgendwas für die Allgemeinheit tun. Ne? Dass die eigene Person dann natürlich mit populärer wird, das ist vielleicht nur eine Randerscheinung. Aber wichtig ist die Zielsetzung. Was wollen Sie eigentlich in dem Leben machen? Wenn Sie Ihre Familie gesichert haben, wenn Sie Ihr Unternehmen einigermaßen im Griff haben, dann geht es ja nur noch um Freundschaften oder Einbringen in die Gesellschaft. Dass Sie der Gesellschaft irgendwas geben, was andere eventuell nicht können. Und ich glaube, ich kann schon andere Leute begeistern und kann auch ganz gut organisieren oder wie man das auch immer nennen will. Drüben auf Lockport. Mit der Erweiterung. Ne? Hey, da war ich noch in der Grundschule. Ach, ja, weiter Helmich von der. Ach, nee, wir beide verstehen uns gar nicht so schlecht. Ab und zu bricht er mir mal aus, aber sonst ist halt alles in Ordnung. Nicht immer im. Na, wann bist du denn jetzt genau hier? In 5 Minuten oder in 10 Minuten? Viele Dinge noch bei der anderen Geschichte, oder was? Ja, ich denke, so ganz identisch wird es nicht sein. Erstens zusammenstellen und zweitens aufrufen. Ich würde da einfach einen Spielprobe machen und sagen, top, die Wette gilt, wir machen das jetzt. Ne? Also das stimmt, die haben das Dortmunder-Spiel haben die analysiert. Da können wir sagen, die sollen zu uns kommen. Walter Helmich. Das ist ein Powermann, so muss man es einfach sehen. Also er ist rund um die Uhr zuständig für jeden. Er hat immer ein Gehör und egal wann ich anrufe, also er ist immer präsent. Danke für die Einladung. Alles Gute für den heutigen Abend. Walter Helmich ist jemand, der eigentlich auf dieser Welt nur auf 3 Personen blind hört. Auf seine Frau, auf sein Dackelmännchen und auf sein Dackelweibchen. Ansonsten ist es jemand, der seinen Willen durchsetzt, den man aber doch durch Argumente auch leiten kann. Also mit Walter Helmich kann man diskutieren. Bis zu einem gewissen Grad folgt er auch manchmal. Aber so ein bisschen muss man ihn auch kontrollieren. Denn wenn er um die Ecke ist und ohne Kontrolle, könnte es sein, dass er wieder den alten Weg geht. Okay. Jetzt sieht man das natürlich noch klein. Guten Morgen. Guten Morgen. Schon bei der Arbeit? Ja. Fangen wir an. Und? Und wir wollen natürlich, hier haben die auch so einen Beach aufgemacht. Und ja. Das ja, genau. Also gehen wir schon. Ja, was? So.
Also nochmal, die wollen ja unbedingt, das haben wir jetzt nochmal gesagt, dass diese Plaza erhalten bleibt. Ne? Ja, die ganze kommt ja jetzt erst langsam. Und ich will hier eine Idylle hinkriegen. Ja? Das ist eine wunderbar gepflegte Anlage. Und das müssen wir natürlich hierauf übertragen, weil das ist ja alles hier, das ist ja nichts. Das ist ja absolut nichts. Ja, vielleicht ja, wir müssen uns das. Der Laufweg, den können wir auch noch gestalten. Boulevard-mäßig, aber auch ruhig so, wie der jetzt gestaltet ist. Da waren sich. Sie so. Ja? Ja. Ja. Sie sehen aber richtig jung aus. Noch richtig, haben sich gut gehalten. Sie haben ganz lange Locken. Ja, habe ich gehabt. Ja. Ja, sehen Sie das? Da war ich ja wirklich so ein kleiner. Aber ich habe ganz lange Locken gehabt. Ja, bis sie in die Schule kam. Da hat ihre Mutti, die dann. Dann haben sie einen jungen Schnitt gekriegt. Ja, klar. Die wollte wohl auch, dass sie ein Mädchen werden. Ja. Nee, das stimmt. Da habe ich doch gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Ich habe jetzt eben einige ältere Damen getroffen, die mich schon von Kind an kennen, dass ich Locken hatte bis auf die Schultern und eine tolle und so weiter. Das ist natürlich ein unheimliches Erlebnis für mich. Man denkt ja gar nicht mehr an die Jugend, wie das mal war früher, direkt nach dem Krieg, in den Trümmern gespielt etc. pp. Es war eine eingeschworene Gemeinschaft hier in Hamborn. Wenn man zurückkam, dann läuft einem ein bisschen kalt über den Rücken. Vielleicht mal unter das Spiel gegen Dortmund, da war ja einzig Sahne. Ja, müssen wir heute natürlich ein bisschen aber genauso machen. Aber denke ich mal, die sind auch ein bisschen, ne? Ja, das ist schon schwer. Aber das ist schon Moment, aber zu Hause seid ihr doch eine Macht. Will ich hoffen. Wir gehen da schon hin. Okay. Ich bin von Haus aus glücklich. Ich bin auch ziemlich. Ich arbeite natürlich immer an mir oder versuche immer alles perfekter zu machen. Aber wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist, ich glaube, dann zerfleischt man sich. Aber man sollte immer versuchen, alles besser zu machen. Aber man sollte auch die guten Seiten sehen. Nicht von sich selbst, sondern einfach sagen, was hat man bewegt in dieser Stadt, in dieser Region? Oder wie steht man eigentlich selbst da? Und wenn man selbstgefällig ist, ist das tödlich. Das heißt, man muss immer weiter an sich arbeiten und versuchen, das besser zu machen. Da ist noch unheimlich viel zu tun. Ich kann mich, wenn der liebe Gott das will, unheimlich lange noch einbringen. Aber wie gesagt, das macht mir unheimlich viel Spaß, für andere Leute da zu sein.